Hallo und herzlich willkommen auf dem Kryptonauten YouTube-Kanal. Mein Name ist Jascha und auf diesem Kanal möchten wir euch möglichst einfach und anschaulich mit dem Krypto-Universum vertraut machen. Anfang 2018 haben wir die Kryptonauten-Community ins Leben gerufen, damit sich auch Menschen, die weniger technikaffin sind, rund um die Themen Kryptowährung, Blockchain und andere Distributed Ledger-Technologien austauschen können. Unsere Mission ist es, den Menschen im deutschsprachigen Raum die Potenziale, aber auch die Gefahren dieser neuen revolutionären Technologie nahezubringen. Damals habe ich Bitcoin als reines Investment gesehen, mich aber nicht tiefer mit der Technologie beschäftigt. Als die Kurse dann aber 2017 stiegen und stiegen, habe ich mich gefragt, was steckt überhaupt dahinter? Hat das Ganze eine Substanz oder ist es eine reine Spekulation? Damit begann auch meine Forschungsreise im Internet. Ich habe nächtelang Artikel gelesen und haufenweise YouTube-Videos geschaut. Ich war völlig begeistert von den Möglichkeiten, die diese neue Technologie mit sich bringt, sodass ich meinen Professor auch überzeugt habe, meine Bachelorarbeit in diesem Bereich zu schreiben. Das, was mich aber am meisten überrascht hat, war der Moment, als ich zu den ersten Meetups gegangen bin. Vorher dachte ich nur, Hardcore-Computer-Geeks und Kriminelle tummeln sich in dieser Szene. Als ich jedoch auf meinem ersten Meetup war, ist mir klar geworden, dass es ganz normale Menschen sind, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Vom Hippie zum Banker bis hin zum interessierten Rentner war alles dabei. Darum geht es auch in unserer ersten Folge. Wir haben euch auf ein Meetup in Düsseldorf mitgenommen, um euch zu zeigen, wie so eine Veranstaltung aussieht. Außerdem haben wir Mirko interviewt. Er ist einer der Veranstalter hinter Crypto Monday. Viel Spaß beim Beitrag! Herzlich willkommen bei Kryptonauten TV. Wir sind heute zu Gast bei Crypto Monday in Düsseldorf. Neben mir sitzt Mirko. Mirko, magst du dich vielleicht kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja klar. Also, mein Name ist Mirko. Ich bin eigentlich Berater im Bereich Blockchain und Blockchain Business Models. Mein Fokus liegt tatsächlich auch auf der Tokenisierung. Das liegt an meinem Finance-Background. Ich habe Banklehre damals gemacht. Ist jetzt nicht so eine spannende Geschichte, aber Blockchain hat mich schon relativ früh fasziniert. Und ich habe dann 2017 auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Oder war es 2016? Ist schon so lange her. Ist aber auch egal. Das Thema war Blockchain-Based Business Model und digitale Assets. Also immer noch sehr relevant heute. Ja. Und genau dieser Fokus, den Blockchain als Use Case auch eigentlich sehr gut schon abdeckt. Ja, Tokenisierung und Assets. Jetzt bin ich auch nebenberuflich noch als Crypto-Money-Hauptorganisator mit dabei und auch als Gründer. Und ja, bespaße die Community mit tollem Content und netten Abenden wie heute dann zum Beispiel. Angefangen hat alles tatsächlich 2013. Ich erzähle bei jedem Meetup die gleiche Geschichte für die, die sie noch nicht kennen. André hat damals die ersten Meetups in Köln gestartet. Da waren wir noch Bitcoin Cologne. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Da ging es darum, nicht mehr, nicht weniger, nämlich um das Bitcoin White Paper. Und es waren ganze 4 Leute dabei und jeder hat zum Besuch 0,02 Bitcoin geschenkt bekommen. Wow. Ja, damals wurde noch damit rumgespielt, ist heute schon ein bisschen mehr wert, keine Millionen, aber würde man heute nicht mehr verschenken, zumindest nicht zu einem Meetup. Und ja, so ist das Ganze dann irgendwann ins Rollen gekommen. Aus beruflichen Gründen haben wir dann gestartet, auch in Düsseldorf und in Stuttgart, haben angefangen Meetups zu machen. Und so ist das Ganze gewachsen, bis hin jetzt zu 8 Städten, wo wir zu Gast sind. Die neueste Stadt ist Leipzig, wo wir am 18. März unser erstes Meetup haben. Und ja, sind Krypto-Enthusiasten seit immer. Und seit ich auch mit an Bord bin, habe ungefähr 2016 angefangen mit dem ganzen Thema, bin ich auch weiter in diese Meetup-Szene eingestiegen und diese Community-Geschichte war mir sehr, sehr wichtig, weil ich bin damals selber auch durch Meetups an die ganze Geschichte rangekommen, auch durch ein Investment, durch Crypto-Money, siehst du, da hast du schon also alles richtig gemacht. Und so gibt man sein Wissen weiter und teilt es mit der Community. Das ist im Gedanken von Bitcoin und auch das, was wir eigentlich, wofür wir stehen wollen. Und Crypto Monday heißt es, weil wir immer montags die Meetups zufälligerweise hatten. Und ich habe dann gesagt, hey, lass uns da ein Ding draus machen. Ja, und jetzt sind wir ein riesen Community-Projekt mit News, Meetups, Workshops, tatsächlicherweise auch ein bisschen. Ja, gucken, dass wir uns über Wasser halten und die Leute halt heiß machen für das Ganze. Vor allem aber auch aufschlauen. Ja, das ist uns sehr wichtig. Okay, danke. Und wie kommt ihr, ich habe mich immer gefragt, wie kommt ihr zu den Speakern? Suchen die euch oder sucht ihr sie nach bestimmten Themen aus?
Also ich muss sagen, jetzt wo Kryptomoney schon auch tatsächlich deutschlandweit bekannt ist, ist es einfacher für uns Speaker zu finden, gerade aus dem Ausland. Sie haben sehr viele Interesse an dem deutschen Markt und wollen auch gucken, dass sie sich da auch platzieren. Also wir sprechen auch mit sehr vielen größeren Projekten, mit Cardano, Ripple, also alles wirklich, was so in den Top 20 rumläuft. Ja, das entsteht durch Konferenzen, durch Kontakte, Netzwerk. Also das ist nämlich auch das ganz Tolle bei Meetups. Deswegen kann ich nur jeden einladen, da hinzukommen. Gerade das Netzwerken vor Ort, wirklich die Leute kennenzulernen, sich auszutauschen, und so haben wir uns auch kennengelernt und so sitzen wir jetzt hier. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, also nicht nur bei Krypto, sondern auch allgemein bei Meetups. Und ja, die Speaker kommen wie gesagt auf uns zu, aber ehrlicherweise, ich bin auch Hauptorganisator, ich weiß also, was das für ein Schmerz ist. Ich organisiere die Speaker und frage die Themen in der Community ab und suche dann die passenden Leute. Also ihr habt dann quasi eine Community, wo ihr dann fragt, was die Community will, oder wie läuft das Ganze ab? Genau, also für uns ist wichtig, dass wir natürlich mit der Community im Austausch sind. Es bringt nichts, wenn ich mich hinstelle und den Leuten irgendwie was von ICOs erzähle und keiner will es hören. Ja, so, das macht mir keinen Spaß, das verschwenden wir alle unsere Zeit. Das hatte sicherlich irgendwann mal seine Relevanz, heute jetzt gerade in diesem Moment vielleicht weniger. Und dann fragen wir natürlich auch unsere Leute in unserem Telegram-Channel oder auf anderen Wegen, auch bei den Meetups, was wollt ihr denn hören? Ja, und so haben wir auch ein Sammelsurium an Themen. Und so schaffen wir es tatsächlicherweise, bei 8 Meetups im Monat oder 6 Meetups im Monat trotzdem fast immer ein neues Thema zu haben. Das ist mega schwierig, auch die Koordination. Aber so ist jeder Beitrag wertvoll und deswegen haben wir das auch alles bei YouTube zum Beispiel, dass die Leute sich das angucken können. Ja, ich habe mich schon immer gefragt, wie ihr das schafft. Denn das sind sage und schreibe 3 Jungs. 3 waren es, oder? Ja, wir sind 3, das Kernteam sind 3 Leute. Ja. Wir haben aber, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie wir es schaffen. Community ist halt das große Thema. Ja. Was Bitcoin groß gemacht hat, ist die Community und das ist auch das, was wir leben. Und deswegen auch immer wieder dieser Aufruf, join us. Es geht wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen bei dem Thema. Und wir haben in manchen Städten halt wirklich Leute, die das Meetup komplett selbst schmeißen. Was ich mega geil finde, das ist auch das Ziel. Ja, Kryptomoney soll wirklich das sein, was auch Bitcoin ist. Einfach wirklich das komplett in die Welt tragen, aber auch voneinander unabhängig. Ich schreibe nicht vor, was da gesagt wird. Die Leute sollen sich dafür motivieren. Und ich finde es toll, wenn das einer mitträgt. Und davon leben wir auch, von unseren Unterstützern. Aber das Kernteam sind nur 3 Leute. Dann noch eine Frage, die mich interessiert. Und zwar, wie finanziert sich denn das Ganze? Das ist ja, ich denke mal, das kostet auch allein deine Zeit. Ne? Der finanzielle Aspekt ist tatsächlich sehr, sehr wichtig bei dem Ganzen. Angefangen hat es halt wirklich als Sidekick. Ja. Wir haben neben dem Beruf haben wir die Meetups organisiert und gemacht. Das ist auch tatsächlich immer noch so. Ja, meine Woche hat, meine Freundin wird mich hassen, aber 60 Stunden Minimum. Ja, ja. Gerade in so harten Zeiten, wenn wir wirklich viele Events haben. Trotzdem habe ich auch Urlaub, nächste Woche endlich. Und da geht sehr, sehr viel meiner privaten Zeit drauf. Finanziert ist es nicht direkt, aber es ist unterstützt von der KI Decentralized, wo ich arbeite. Also mein Chef, der die Meetups damals gegründet hatte, unterstützt mich dabei oder uns. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, diese Community-Arbeit, und es ist dadurch so ein bisschen querfinanziert. Aber wir leben tatsächlich auch von Sponsoren, die uns lokal unterstützen, dann dafür sorgen, dass wir Getränke haben, ja, sei es das Bier von Gaffel oder sonst was. Also wir haben jetzt Gaffel nicht als Sponsor, keine Empfehlung hier, aber davon leben wir. Deswegen auch, wenn interessante Sponsoren vielleicht da sind, die das hören, sehr gerne, weil davon leben wir. Das fließt direkt in Pizza und Bier bei den Meetups. Ja, cool. Und was ist denn eure Vision so für die Zukunft? Ich habe gesehen, ihr habt Workshops oder auf eurer Seite. Ihr habt ja viele Bereiche. Ihr habt News, ihr habt eine Community, ihr habt hier diese Meetups, ihr habt Workshops. Wie kann man das alles so fassen? Was ist das Konzept? Also Kryptomoney an sich ist jetzt kein Business Model. Mhm. Ja, das ist halt tatsächlich ein Community-Projekt. Das soll es auch bleiben. Das ist mir persönlich auch super wichtig. Deswegen werden wir nicht hier rumgehen mit der offenen Hand und sagen, wer will jetzt hier Kohle reinschmeißen, und dann werben wir bis zum Umfallen. Also wir haben jetzt mittlerweile, dadurch, dass wir News aufgenommen haben, ein neues Geschäftsfeld bei uns sozusagen eröffnet. Wir haben jetzt die Online- und Offline-Community, was uns sehr wichtig war. Es war vorher getrennt. Haben wir jetzt in einer Plattform zusammengebracht, das ist super wichtig für uns, weil so haben wir online auch mehr Reichweite, um offline auch mehr schaffen zu können, und umgekehrt profitieren auch die lokalen Communities von unserer globalen Erfahrung und was wir auch in anderen Städten erleben und machen. Und die Vision davon ist tatsächlich, das noch weiter zu treiben, auch in andere neue Städte. Wir haben in den nächsten Monaten noch Hamburg und München auf der Agenda, also die großen Städte sollen alle abgedeckt sein. Und gucken, dass wir im deutschsprachigen Raum uns da wirklich noch breiter aufstellen, um einfach das Wort noch weiter zu bringen. Und uns ist halt die Qualität wichtig. Es gibt halt so, tatsächlich so viel Schrott leider,
dass wir gucken müssen, dass die Qualität sich durchsetzt. Deswegen sind wir auch sehr hartnäckig bei dieser Sache. Und ja, das ist unsere Vision. Ja. Mehr Meetups, mehr Wissen verteilen. Es soll am Ende wirklich ein großes Community-Projekt entstehen, wo jeder vom anderen auch profitieren kann. Ich habe da wirklich eine ganze Latte an tollen Ideen, die ich jetzt noch nicht verraten kann. Wie man es auch schafft, Leute dann zu motivieren, Meetups zu machen. Also Eigenmotivation ist toll. Aber noch besser ist, wenn man auch dafür irgendwie belohnt wird in irgendeiner Art und Weise. Wie das aussehen kann in Zukunft, weiß ich nicht. Workshops war oder ist ein Beispiel, wie wir uns noch über einen anderen Weg versuchen zu monetarisieren, weil tatsächlich fallen halt auch Kosten an für die Meetups. Locations in der Regel kriegen wir gesponsert, wenn wir es schaffen. Manchmal müssen wir sie auch bezahlen, wenn wir zum Beispiel an der Uni manchmal sind. Da entstehen Kosten, genauso wie meine Reisekosten, die müssen halt gedeckt werden und darum geht's. Es ist halt wirklich, die Kosten der drei Jungs sollen gedeckt werden und dann hoffe ich, dass alle mit einem Lächeln am Montagsabend nach Hause fahren und dann ist es das Ziel erreicht. So, Mirko, vielen Dank für deine kostbare Zeit und wenn euch das Projekt gefallen hat, schaut doch mal auf cryptomonday.de vorbei oder besucht doch einfach mal Meetup in eurer Nähe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch bitte ein Like da. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kryptonauten-Kanal abonniert, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal.